Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von der Schweizer Vollgeld-Initiative, ich bin sehr froh, dass ich heute hier sein kann bei diesem für die Geldreform-Bewegung sehr wichtigen Tag. Ich möchte ein bisschen an die Geschichte erinnern, wie eigentlich die Vollgeld-Debatte entstanden ist. Erstmals wurde der Begriff Vollgeld in einem Buch von des Wirtschaftsphilosophen Josef Huber 1998 erwähnt. Und dann hat es noch eine ganze Weile gedauert, die Idee wurde weiterentwickelt und wir haben dann 2012 den besagten Verein Monetative gegründet, Josef Huber, ich und noch ein paar andere in Berlin. Wir wollen über die Funktion des Geldsystems aufklären und propagieren insbesondere auch den Vollgeldvorschlag in Deutschland. Das hat dann erstaunlich schnell zu einer intensiven Debatte auch in Deutschland geführt. In der breiten Öffentlichkeit gibt es zunehmendes Interesse. Bedeutende Medien wie Deutschlandfunk, Zeit, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt und so weiter, da könnte ich noch weitere aufführen, haben sich an der Diskussion schon beteiligt. Insbesondere haben wir seit kurzem einen Dialog mit den Banken, was für uns sehr interessant ist. Wir haben unsere letzte Jahrestagung bei der GLS Bank in Frankfurt durchgeführt, mit großem Erfolg auch. Und auf besonderes Interesse stoßen wir auch bei Studentinnen und Studenten, die nämlich auch merken, dass die Lehrbücher zu diesem Thema nicht ganz richtig sagen momentan, und da gibt es auch eine starke Bewegung. Von Anfang an freuen wir uns, dass wir sehr eng mit unseren Schweizer Freunden zusammenarbeiten. Es gibt einen engen fachlichen und auch personellen Austausch, zum Beispiel unser Vorstandsmitglied Barbara Zieb wirkt auch bei der Schweizer Vollgeld-Initiative mit. Unser Vorstand Josef Huber ist im wissenschaftlichen Beirat der Schweizer Vollgeld-Initiative. Und 2014 waren Hans-Uli Weber und Reinhold Harringer auf unserer Jahrestagung mit dem Titel Vollgeld Schritt für Schritt in Berlin und haben dort einen sehr interessanten Beitrag geleistet. Also es ist bei uns ein Gegen und Neben, wir haben einen intensiven Meinungsaustausch, von der beide Seiten profitieren. Fragen, die in der Schweiz über Volksentscheide öffentlich diskutiert werden, finden auch Resonanz in Deutschland. Und das gilt insbesondere jetzt in der Vergangenheit schon für die Vorbereitung der Vollgeld-Initiative. Und es wird sicher auch in Zukunft, wenn es jetzt tatsächlich um die Abstimmung geht, wird dasselbe gelten. Und würde die Schweiz eine Vollgeld-Reform beschließen, könnte man darüber in Deutschland sicherlich nicht einfach hinwegsehen. Und die Schweiz hätte als Land der Banken sicherlich eine Vorbild- und Pionierfunktion auch für Deutschland. Wir freuen uns auf eine intensive Diskussion über die Vollgeldreform in den nächsten Jahren in der Schweiz. Und nach wie vor werden wir unsere Schweizer Freunde nach besten Kräften unterstützen und wünschen ihnen viel Erfolg.